Das Journal von Regio TV Bodensee, einen schönen guten Abend. Diese Themen haben wir heute für Sie. Jobbörse, geflüchtete Menschen sollen Arbeit finden. Inklusion, Kinder machen gemeinsam Sport. Legendenstars und Bildikonen, Zeppelin-Museum eröffnet neue Ausstellung und Gewitterwarnung, es bleibt unbeständig. Ist Afghanistan nun ein sicheres Herkunftsland oder nicht? Bei dieser Frage sind sich Politiker und Bürger uneins. In verschiedenen Städten in Baden-Württemberg haben gestern Abend Mahnwachen gegen die Abschiebung afghanischer Flüchtlinge stattgefunden. So auch in Ravensburg. Wie viele Leute dort zu einer Demonstration zusammenkamen und was sie zu sagen hatten, sehen Sie in einem Bericht von Anna Kratki. Sie fordern das sofortige Ende von Abschiebungen nach Afghanistan. Rund 150 Bürger aus Ravensburg und Umgebung sind am Mittwochabend auf dem Ravensburger Marienplatz zusammengekommen, um mit bunten Plakaten und kurzen Reden gegen den geplanten 6. Abschiebeflug nach Afghanistan zu demonstrieren. Dieser wurde wegen des Anschlags in Kabul am Dienstag vorerst verschoben. Ein erster Erfolg für die Demonstranten? Wir dachten, jetzt ist es so, dass wenn sie da nicht abschieben, Baden-Württemberg, es politische Prozesse, dass wir die mitbeschleunigt haben. Heute Mittag, nachdem Herr de Maizière dann gesagt hat, es liegt nur daran, dass die Botschaftsangehörigen, die verletzt wurden, jetzt leider nicht arbeiten können und die Abgeschobenen nicht in Empfang nehmen können, das fanden wir dann schon etwas zynisch. Organisiert wurde die Mahnwache vom Bündnis Bleib. Bündnis für Bleiberecht Oberschwaben-Bodensee gegen Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete. Aus unterschiedlichen Gründen kamen die Bürger zusammen, um gegen die Abschiebung zu demonstrieren. Weil ich mich dafür einsetzen möchte, dass keine afghanischen Flüchtlinge nach Afghanistan im Moment abgeschoben werden. Wir hatten selber zwei afghanische Flüchtlinge bei uns zu Hause, als Pflegekinder in der Familie. Ja, und wir haben das hautnah miterlebt, was die durchmachen und was für Ängste die haben. Heute habe ich die Information bekommen, nach dem Anschlag bei deutscher Botschaft in Kabul, dass so viele Menschen getötet worden sind. So sind die Anschläge alltäglich in alle Provinzen in Afghanistan. Deshalb bin ich auch hier zu unterstützen, aus Solidaritätsgründen, dass die jungen Menschen nicht abgeschoben werden. Ich bin im Helferkreis Hork in Zell tätig, seit 2 Jahren, kümmere mich um die Flüchtlinge und habe seit 14 Monaten einen afghanischen Pflegesohn, der in unserer Familie lebt. Es gab letzte Woche tatsächlich einen sehr schlimmen Vorfall hier, dass nachts um 3 eine Familie aus ihrer Wohnung rausgeholt wurde und nur mit Glück konnte das noch verhindert werden. Das muss auf jeden Fall nicht sein, das muss aufhören. Weitere Mahnwachen fanden unter anderem in Gammertingen im Kreis Sigmaringen statt, sowie in Stuttgart, Tübingen und Karlsruhe. Es brummt immer noch kräftig in unserer Region. Nimmt man die Zahl der offenen Arbeitsstellen als Barometer jedenfalls, dann ging es unserer Wirtschaft wohl noch nie so gut. Die Arbeitsagenturen melden teilweise Rekordwerte, wie Michael Scheier berichtet. In allen Landkreisen unserer Region ist die Zahl arbeitsloser Menschen von April auf Mai gesunken. Allein in Biberach ist die Quote bei 2,4% gleich geblieben, obwohl auch hier im Mai weniger Menschen arbeitslos gemeldet waren als im April. Damit liegen jedoch alle Landkreise unter dem Landesdurchschnitt von 3,4%. Und laut der Agentur für Arbeit Konstanz-Bodensee-Kreis Ravensburg ist das ein Trend, der im ganzen Süden Deutschlands zu spüren ist. Im Mai waren bei uns 12.600 Menschen arbeitslos gemeldet. Das ist der zweitniedrigste Wert seit 1998. Und diese positive Entwicklung sehen wir nicht nur bei unserem Bodensee, sondern die fängt an in Bayern, Kempten, Lindau, geht über die Schwäbische Alb, über das Schwarzwald, Rottweil, Villingen, Schwenningen, bis in den Breisgau hinein, Freiburg, Lörrach. Überall dort haben wir sinkende Arbeitslosenzahlen und gute Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Zahlen zeigen, wie die Wirtschaft der Region brummt. Das lässt sich aber auch an einer weiteren Zahl ablesen, die aus der Beschäftigungsquote nicht direkt hervorgeht. Das Angebot offener Stellen. So waren bei der Agentur für Arbeit in Ravensburg beispielsweise noch nie so viele offene Stellen gemeldet wie aktuell. 7.885 an der Zahl. Gesucht werden momentan Fachkräfte in nahezu allen Berufen und Branchen, ob jetzt Metall- und Elektroindustrie, Pflegeberufe oder Hotelgastronomie, Handel, Dienstleistungen, alles das wird gesucht. Auch dort gibt es überall Ausbildungsplätze und unsere vorrangige Aufgabe ist es jetzt für September, für den neuen Ausbildungsstart im September, die Ausbildungsplätze zu besetzen und den jungen Menschen ein Angebot zu machen. Für zukünftige Auszubildende heißt das eigentlich, wer will, der wird in jedem Fall eine Ausbildungsstelle finden. Ausreden gibt es dann keine mehr.
Zu den Kurznachrichten. Zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten hat die erste Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg am Mittwoch einen 45-Jährigen aus dem Raum Riedlingen verurteilt, den das Gericht des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung überführt sah. Außerdem wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Die Kammer konnte den Prozess aufgrund des Tateingeständnisses des Angeklagten erheblich verkürzen. Statt der geplanten 9 Verhandlungstage fiel bereits nach 4 Tagen das Urteil. Busfahren wird teurer. Fahrten mit dem Stadtbus Ravensburg-Weingarten werden auch nächstes Jahr wieder teurer. Die Stadtwerke erwarten zwar nur eine moderate Erhöhung zum 1. Januar, allerdings werden 2018 wohl auch die Nutzer von Einzelfahrscheinen betroffen sein. Dann werden für das Ticket wohl 2,20 Euro fällig, 10 Cent mehr als bisher. Ein Erfolgsmodell ist bislang das 1-Euro-Ticket an Samstagen. Die Stadt Ravensburg hatte damit auf die Schließung der maroden Marienplatz-Tiefgarage seit 1. Mai reagiert. Vorbereitungen für Kreisverbandsmusikfest laufen. Die Eklofser Musikanten feiern von Donnerstag bis Montag das Kreisverbandsmusikfest. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen für das Fest zum 175-jährigen Bestehen der Musikkapelle. Jetzt gibt es jeden Abend Programm. Am Donnerstag beginnt das Fest mit einem Sternmarsch. Am Montag endet es mit einem Festumzug durchs Dorf. Dabei werden bis zu 7.000 Besucher erwartet. Richterin schickt Betrügerin ins Gefängnis. Eine 50 Jahre alte Angeklagte aus einer Gemeinde bei Sigmaringen muss für 2 Jahre ins Gefängnis. Der Angeklagten war vor dem Sigmaringer Amtsgericht vorgeworfen worden, ihre Freundin in den Jahren von 2012 bis 2014 vorgegaukelt zu haben, schwer an Krebs erkrankt zu sein. Weil sie die alternative Behandlungsform nicht habe bezahlen können, habe sie die 49-jährige Freundin angepumpt. Insgesamt habe sich die Angeklagte von der Klägerin auf diese Weise rund 40.000 Euro ergaunert. Die Angeklagte hatte sich im Gericht bis zuletzt gegen die Vorwürfe gewehrt, ohne dabei aus Sicht von Staatsanwaltschaft und Richterin glaubwürdig zu sein. Volksbank Bad Saulgau schließt Filialen. Die Volksbank Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen schließt mehrere Filialen. Betroffen sind die Niederlassungen in Inzighofen, Ennetach, Rülfingen und Riedhausen im Kreis Ravensburg. Das Angebot in Innerringen wird stark reduziert. Die Volksbank-Filiale in Inzighofen wird mit der im Sigmaringer Ortsteil Leitz zusammengelegt. Stellen streicht die Bank nach eigenen Angaben nicht. Die betroffenen Mitarbeiter werden auf andere Filialen verteilt. Derzeit gehören zum Geschäftsgebiet der Bank 25 Standorte. Motorradfahrer bei Unfall verletzt. Bei einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Straße in Weingarten am Mittwochabend ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Er wurde ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Über den Gesundheitszustand konnte die Polizei vor Ort keine Angaben machen. Das Motorrad war zwischen dem Krankenhaus 14 Nothelfer und dem Kulturzentrum Linse auf Höhe der Abbiegung Bleiche Straße mit einem VW-Bus zusammengestoßen. Der Fahrer des Busses blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Terrorgefahr. Innenminister Thomas Strobel geht nach wie vor von einer hohen Gefahr durch islamistische Anschläge auch in Baden-Württemberg aus. Das machte er heute bei der Vorstellung des Landesverfassungsschutzberichts für das Jahr 2016 deutlich und hob dabei die Bedeutung der Behörde hervor. Der Verfassungsschutz ist wichtiger denn je. Wir haben eine Terrorlage, eine Bedrohungslage durch den islamistischen Terror in Europa, in Deutschland, auch in Baden-Württemberg. Laut dem Bericht werden in Baden-Württemberg rund 3.500 Islamisten beobachtet. Besonderes Augenmerk gelte dabei etwa 50 Rückkehrern aus Syrien und dem Irak. Wenn die Integration von geflüchteten Menschen gelingen soll, müssen die Menschen auch einen Job bekommen. Eine Jobbörse für geflüchtete Menschen und Arbeitgeber in der Aula der Häfler-Hugo-Eckener-Schule hat sich genau dieses Themas angenommen. Über 20 Arbeitgeber in der Region Bodensee haben sich am Dienstagnachmittag in Friedrichshafen präsentiert. Viele, vor allem junge Flüchtlinge, sind gekommen. In dieser Art hat es das im Bodenseekreis noch nicht gegeben. Eine Jobbörse, die geflüchtete Menschen und Arbeitgeber zusammenführt. Die Allianz für Fachkräfte Bodensee-Oberschwaben hat eine solche Plattform in Friedrichshafen organisiert. Die Jobbörse in der Aula der Hugo-Eckner-Schule in Friedrichshafen war gut besucht. Vor allem junge Flüchtlinge haben die Chance auf einen Job in ihrer neuen Heimat am Schopf gepackt.
Vorrangiges Ziel der jungen Menschen war, ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz zu finden. Trotz Sprachproblemen sind viele geflüchtete Menschen hoch motiviert, einen Job zu bekommen. Es ist der erste Schritt vor Leben in Deutschland. Deutsch lernen, das ist sehr wichtig. Vor Arbeit, vor Lernen, vor Leute kennenlernen auch, ja. Jetzt hier, ich mache einen Deutschkurs und danach, wenn ich eine Ausbildung finde, dann mache ich Ausbildung. Und dann es gibt hier viele Platz von Ausbildung oder von Arbeit. Und dann ich frage, und dann wenn es gefällt mir eine Arbeit, dann mache ich Arbeit. Im Bodenseekreis gibt es rund 2200 geflüchtete Menschen. Immer mehr werden anerkannt, verlassen die Gemeinschaftsunterkünfte und suchen Arbeit. Wie viele genau einen Job bekommen haben, genaue Zahlen gibt es noch nicht. Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter haben 2016 rund 100 Menschen in Ausbildung und Arbeit vermittelt. Etwa genauso viele haben Qualifikationsmaßnahmen bzw. einen Praktikumsplatz bekommen. Etwa 600 Schüler aus Ravensburg, Weingarten und der Umgebung sind heute nicht zur Schule gegangen. Was sie stattdessen gemacht haben, das erfahren Sie gleich hier bei uns nach einer kurzen Pause. Darf ich Sie was fragen? Welche Fernsehsendungen mögen Sie überhaupt nicht? So Trash-Sendungen. Okay, Hartz-IV-Fernsehen. Supermodel-Shows. Wettbewerbe, Castings. Alles, was zugestellt ist. Nicht bei uns. Denn bei Regio TV gibt es nur das Beste aus deiner Region. News, Magazine und vieles mehr direkt aus deiner Nachbarschaft. Über Satellit, das Kabelnetz und jederzeit und überall auf regio-tv.de. In HD und direkt aus unseren Studios in Stuttgart, Ulm und Ravensburg. Regio TV. Sport machen statt die Schulbank drücken. Das stand heute für etwa 600 Schüler aus dem Kreis Ravensburg beim inklusiven Sporttag auf dem Programm. Anna Kratke hat sich angesehen, welche Disziplinen die Schüler absolvieren konnten und was der Zweck des inklusiven Sporttags ist. Ganz vorsichtig, damit auch bloß nichts wackelt. Ob beim Riesenmikado, beim Big Ball oder beim Mini-Hockey. Das Miteinander und nicht der Wettkampf stehen beim zweiten integrativen Sporttag in Ravensburg im Vordergrund. Etwa 600 Schüler der 4. bis 6. Klassen aus den Schulen in Ravensburg, Weingarten und Umgebung konnten sich heute Vormittag auf dem Ravensburger Sportplatz ordentlich austoben. Unter ihnen auch Schüler mit körperlicher oder geistiger Behinderung der Haslach-Mühle und des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben. Ziel der Veranstaltung ist? Also, dass halt alle zusammen einfach Sport machen können, auch behinderte Kinder. Und ja, es macht halt auch total Spaß, weil man ganz kreativ sein kann und einfach alles machen kann. Ja. Man kann immer neue Freunde dazu kennenlernen. Man kann auch sehen, wie die Behinderten beispielsweise mal auf der Kurzstrecke sprinten mit den Rollstühlen oder so. Das ist auch da interessant. Neben allem Spaß können die Schüler aber auch das deutsche Sportabzeichen machen. Die Disziplinen, die hier dafür absolviert werden können, sind Weitwurf, Sprint und Weitsprung. Die Idee zu dieser Aktion kam vor 3 Jahren vom Sportkreis zusammen mit den Städten Weingarten und Ravensburg. Weingarten macht ja auch mit seinen Schulen mit. Und da hat man gesagt, wir wollen das als Inklusionssporttag hier nachhaltig entwickeln. Und ich denke, wir sind hier auf dem besten Weg dazu. Rund 180 ehrenamtliche Helfer, unter anderem von der Pädagogischen Hochschule Weingarten und der Realschule Ravensburg, haben bei der Umsetzung des integrativen Sporttags mitgeholfen. Ob Körperkult, Starkult oder Kultmarken, wo wir hingucken, sind wir umgeben von Legenden und Bildern, die sich ganzen Generationen eingeprägt haben. Das Zeppelin-Museum hat dem großen Themenkomplex des Kults nun eine ganze Ausstellung gewidmet. Michael Jackson-Fans singen die Lieder ihres Idols. Die Videoinstallation im Zeppelin-Museum ist Teil der neuen Ausstellung Kult, Legenden, Stars und Bildikonen. Die große Sommerausstellung zeigt jedoch auch die Schattenseiten, die ein Kult mit sich bringen kann.
Wir haben festgestellt, dass in unserer heutigen Gesellschaft politische Kulte, also Kulte um politische Führerfiguren, wieder deutlich an Bedeutung gewinnen und haben uns überlegt, das könnte man eigentlich mal analysieren. Was bedeutet eigentlich Kult für unsere Gesellschaft? Was ist ein Kult? Wie verändern sich Kulte? Die Filme von Halil al-Tindare waren bereits auf der Berlinale zu sehen. Jetzt hat der Künstler aus Istanbul für das Zeppelin-Museum ein neues Werk geschaffen, das sich kritisch mit der aktuellen Situation in der Türkei beschäftigt. Davon, dass derzeit viele Erdogan-Kritiker in Haft sitzen, lässt er sich nicht einschüchtern. Ich arbeite seit 20 Jahren als Künstler und habe den Wechsel vieler Regierungen erlebt. Meine Art zu arbeiten hat sich aber nie verändert. Kunst sollte immer die Freiheit haben, auf die Wahrheit zu zeigen, egal in welchem Regime. Die Arbeit von al-Tindare und die von vielen anderen Künstlern können Sie noch bis 15. Oktober sehen. Und natürlich auch der Hefler Zeppelin ist kultig und deshalb wichtiger Teil der Ausstellung. Bubbleheads Hashtag 3, so heißt die neue Ausstellung des Ravensburger Grafikers Rainer Weishaupt im Museum Ravensburger. Was sich hinter diesen Begriffen verbirgt und was die Kinderzeichnungen des Künstlers damit zu tun haben, das hat er meiner Kollegin Rahel Krümer verraten. Als Rainer Weishaupt seine eigenen Kinderzeichnungen wiederentdeckt, kommt ihm die Idee zu einer neuen Ausstellung. Wie alle Kinder habe auch er damals die sogenannten Kopffüßler gemalt. Menschen, denen die Beine direkt aus dem Kopf wachsen. Kinder fangen an, mit Kopffüßlern Menschen darzustellen, was auf der ganzen Welt geschieht. Und auch zeithistorisch belegt ist, dass es immer schon so war. Und deswegen nimmt man an, dass es so ein Urmenschenbild ist, das in jedem Menschen angelegt ist. Und das hat mich einfach fasziniert und deswegen bin ich drauf gekommen, Kopffüßler zu machen. Die Ausstellung im Museum Ravensburger ist bereits Weishaupts dritte Bubbleheads-Ausstellung. Dieses Mal zeigt der Grafiker und Karikaturist der Schwäbischen Zeitung passend zum Museum Ravensburger spielende Bubbleheads. Für das Museum ist es erst die zweite Sonderausstellung überhaupt. Es gibt Sonderführungen mit dem Künstler selbst. Wie gesagt, es gibt Workshops für Kinder, um diese Zeichentechnik und diese Zeichenart kennenzulernen. Wir werden bei der Ravensburger Kunstnacht geöffnet haben, erstmalig. Und auch noch ganz wichtig, die Sonderausstellung ist im normalen Eintrittspreis unseres Museums mit beinhaltet. Kopffüßler haben bereits eine lange Tradition in der Kunst, so Weishaupt. Auch Picasso habe Kopffüßler gemalt. Die Sonderausstellung läuft noch bis zum 3. Oktober. Bei der Traditionsregatta rundum geht es einmal um den See. In diesem Jahr findet die Regatta gut 3 Wochen später statt als sonst. Warum das hilfreich für die Segler sein kann und welche weiteren Änderungen es gibt, sehen Sie gleich. In 2 Wochen startet sie, die Segelregatta rundum. Los geht es für die Segler wie immer in Lindau, gewendet wird dann in Überlingen. Die Rundum findet schon zum 67. Mal statt. Was die Veranstalter zum Schutz der Teilnehmer in diesem Jahr geändert haben, berichtet Corinna Konzett. Sie ist die wichtigste Segelregatta auf dem Bodensee, die Rundum. Am 16. Juni segeln die Teilnehmer schon zum 67. Mal einmal rund um den See. Von Lindau über Romanshorn, Eichhorn, Überlingen und wieder zurück nach Lindau. Joachim Holz vom Lindauer Seglerclub freut sich, dass sein Verein die Regatta auch in diesem Jahr wieder ausrichten kann. Die Rundumregatta ist, glaube ich, eines der wichtigsten Regatten für den Lindauer Segelclub. Es ist unsere Traditionsregatta. Wie gesagt, es ist dieses Jahr die 67. Regatta. Das erste Mal war es 1950 und ja, die sie rundum gehört haben sich zum Lindauer Segelclub. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit 330 teilnehmenden Schiffen. Das gaben sie bei einer Pressekonferenz bekannt. Bei der Rundum starten die Segler traditionsgemäß abends und fahren in die Nacht hinein. In diesem Jahr findet die Regatta 3 Wochen später als sonst statt. Das könnte ein Vorteil für die Segler sein, denn Mitte Juni ist das Wetter wärmer und die Nächte kürzer. Zum Schutz der Segler gibt es auch eine Änderung an der Strecke. Die Boje in Überlingen haben wir etwas entschärft, indem wir 2 Bojen gelegt haben oder legen werden, besser gesagt. Wir machen zu der Boje Überlingen eine Einlauftonne, damit die Rundung um die Überlinger Tonne etwas entschärft ist und keine Kollisionen mehr entstehen können. Gefeiert wird die Rundum mit einem großen Hafenfest.
Und das beginnt schon einen Tag vor der Regatta mit einem maritimen Flohmarkt. Mehr als 1,3 Millionen Kinder bis 14 Jahre spielen laut dem DFB in deutschen Fußballvereinen. Tendenz steigend. Die Zukunft liegt also ganz klar im Nachwuchs. Daher bietet die Stiftung des Vereins Real Madrid seit 3 Jahren spezielle Fußballschulen für Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 14 Jahren an. In den Pfingstferien findet ein solches Camp zum zweiten Mal in Möhringen im Landkreis Tuttlingen statt. Vordere Plätze für KJC-Sportler. Beim Gonzo-Kurzmarathon in Albstadt sind einige Ravensburger Mountainbiker erfolgreich vertreten gewesen. Daniel Gato vom Ravensburger Team Centurion VD sicherte sich über die 46 Kilometer lange Strecke Platz 3 in der Gesamtwertung und Platz 1 in seiner Altersklasse. Im Rahmen der Deutschen Meisterschaft der Ärzte und Apotheker gab es für Ravensburg sogar einen Sieg zu feiern. In der Altersklasse der Masters war keiner schneller als Martin Volz, der das Trikot mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring vor ein Jahr überziehen darf. Mit ihren 11 Jahren ist Coralie Sauter eines der hoffnungsvollen Nachwuchstalente der Krumbacher Voltigierer. Bei der Süddeutschen Meisterschaft in Schwaigern dominierte sie in der Kategorie L der Einzelvoltigierer das starke Starterfeld. Sowohl im ersten Durchgang der Pflicht als auch bei der Kür holte sie die meisten Punkte und ist damit süddeutsche Meisterin. Die ebenfalls für Krumbach startende Rick Grabherr war nach ihrer längeren Verletzung zum ersten Mal dabei und erreichte den 6. Platz. Die Heuberg-Fußballvereine aus dem Kreis Tuttlingen fiebern ihrem jährlichen Saisonhöhepunkt entgegen. Der SV Königsheim richtet vom morgigen Freitag bis zum Pfingstmontag das traditionelle Heuberg-Wanderpokalturnier aus. Neben zahlreichen gesellschaftlichen Veranstaltungen im Festzelt ist das Aktiventurnier der Höhepunkt. An den Haupttagen Pfingstsonntag und Pfingstmontag werden zu den Turnierspielen jeweils mehr als 1000 Zuschauer erwartet. Die Turnierspiele beginnen am Sonntag um 10 Uhr. Das Finale soll am Montag um 17.45 Uhr angepfiffen werden. Endspurt in dieser Woche. Das Wochenende steht vor der Tür. Die entsprechenden Ausflugs- und Freizeittipps gibt's jetzt für Sie. Halbzeit bei der Bad Grönenbacher Schlosskultur am Samstag. Mit Quetsche und Gitarre gastieren die Bärlauchburber auf dem Hohen Schloss. Sie nehmen mit Wortwitz und Selbstironie die Allgäuer Eigenarten und andere Themen aufs Korn. Mundartgedichte von Marco Kustermann am Akkordeon ergänzen das Programm perfekt. Sein Partner an der Gitarre ist Matthias Heinz. Mit roten Rosen fängt die Liebe meistens an, doch was kommt dann? Singt die Künstlerin versonnend lächelnd und zückt beiläufig das Beil. Mord und Taktschlag, ein Abend mit Beil und Gesang, heißt das Programm von Birgit Nolte-Michel, das am Samstag in Überlingen zu sehen ist. Mit ihren schaurig schönen Liedern präsentiert die Sängerin und Schauspielerin das komplette Arsenal zum Thema Waffen der Frau. Ernüchtert, verbittert und wütend mutieren die gerade noch Schmachtenden zu erbarmungslosen Rächerinnen. Zum ersten Mal findet in diesem Jahr das Seefestival in Radolfzell statt. Das Blechfieber 2017 ist eine der Veranstaltungen, um das Stadtjubiläum gebührend zu feiern. Von Freitag bis Pfingstmontag treten verschiedene Bands und Musikkapellen auf. Unter anderem sind am Sonntag gegen 21 Uhr La Brass Banda zu hören. Die Blasmusikgruppe aus Übersee am Chiemsee wird mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Brass, Ska, Polka, Jazz, Funk und traditioneller Blasmusik auftreten. Nach einem regnerischen Morgen hat sich tagsüber dann doch immer wieder die Sonne gezeigt. Die Temperaturen blieben aber deutlich hinter den hochsommerlichen Graden der vergangenen Tage zurück. So auch vor den Toren Ravensburg in Berg. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, das wissen die Kollegen aus der Wetterredaktion. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Omira. Aus der Region für die Region. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Aktuell haben wir es noch mit dem Hochdruckgebiet Xenia zu tun, aber das wird jetzt von den Tiefdruckgebieten immer mehr in die Mangel genommen. Vor allem Tiefdruckgebiet Heinrich rückt Xenia ganz schön auf die Pelle. Aber jetzt am Freitag, da ist zum Anfang des Tages noch alles gut, da scheint die Sonne und es ist richtig warm. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf mindestens 25 Grad. Am Rhein geht es stellenweise rauf bis auf 30 Grad. Im Tagesverlauf fängt es aber über Schwarzwald, Baar, Alb,
an zu brodeln, da bilden sich später Schauer und Gewitter. Bei uns in der Region sieht es zunächst nach einem freundlichen letzten Schultag vor den Pfingstferien aus. Die Sonne scheint, es gibt anfangs nur ein paar harmlose Wolken und die Temperaturen steigen auf rund 24 bis 28 Grad. Nachmittags entstehen dann aber über Schwarzwald, Alb und Baar Schauer und Gewitter und die breiten sich gegen Abend dann weiter nach Osten aus. Also du kannst dann zum Beispiel auch rund um den Bodensee gelegentlich nass und gewittrig werden. Der Samstag. Da gibt es auch noch lange Zeit freundliches und sonniges Wetter, aber dann zieht eine Gewitterfront heran. Gegen späten Nachmittag und Abend sind dann sogar Unwetter möglicher. Und dann gibt es einen Absturz. Die Pfingstfeiertage werden sehr nass, die Temperaturen gehen deutlich zurück. Montag nur noch 15 Grad, aber ab Dienstag geht es dann langsam wieder aufwärts. Morgen sehen Sie bei uns unter anderem eine Jägerin, die noch etwas kann, was heute längst nicht mehr jeder Jäger beherrscht. Sie spielt nämlich Jagdhorn. Früher wurden mit dem Horn ganze Jagden geleitet. Sie erzählt uns, weshalb ihr das traditionelle Jagdhornblasen so viel bedeutet. Das ist eines unserer Themen morgen. Für heute sind wir am Ende des Journals angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute zugeschaut haben. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.